Am Sonntag wurde in Lauda die neue Caritas-Werkstätte eingeweiht. Im ökumenischen Gottesdienst gab es für alle, die dort arbeiten und beschäftigt sind, Segensbändchen. Auf diesem Segensbändchen steht: Der Herr segne dich und behüte dich. Wir brauchen Gottes Segen in unserem Leben. Doch was ist Segen eigentlich genau? Für mich ist Gottes Segen eine Zusage Gottes. Ich bin mit dir. Ich behüte dich, ich begleite dich, wohin du auch gehst. Durch diese Zusage Gottes darf ich beispielsweise mutig durchs Leben gehen. Ich darf mich stark fühlen. Ja, Segen stärkt den Rücken. In der Bibel können wir von Abraham lesen, der Gottes Segen empfangen hat. Im ersten Buch Mose wird berichtet, wie Abraham seine Heimat verlassen hat, wie er in die Fremde gezogen ist mit seiner Frau Sarah. Das war bestimmt nicht einfach. Und doch konnten die zwei es wagen, weil Gott mit seinem Segen an ihrer Seite war. Auch wir dürfen heute darauf vertrauen, dass Gott mit seinem Segen an unserer Seite ist. Dass durch Gottes Segen unser Leben gelingen kann. Gottes Segen ist keine schöne Zusage, es ist auch keine Vertröstung. Gottes Segen ist ganz, ganz handfest. Denn gerade in den dunklen und schwierigen Momenten unseres Lebens dürfen wir auf Gottes Nähe, auf seinen Segen vertrauen. Gerade auch in den schwierigen Momenten dürfen wir davon ausgehen, Gott ist bei mir. Er behütet mich, er begleitet mich durch diese schwierige Situation hindurch. Vielleicht spüren wir später, wie Gottes Segen da war und wie wir gewachsen sind. Vielleicht spüren wir das auch nicht. Auf Gottes Segen dürfen wir trotzdem vertrauen. Wie wir Gottes Segen in unserem Leben mehr spüren können, dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. So kann man sich jeden Tag neu daran erinnern, ich bin gesegnet. Gott ist bei mir. Gott begleitet mein Leben. Er gibt mir Kraft und Mut. Er stärkt mir den Rücken. Oder wir sprechen uns den Segen gegenseitig zu. Zum Beispiel morgens, bevor wir das Haus verlassen, oder abends, bevor wir schlafen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man ein Kreuzzeichen auf die Stirn zeichnet und etwas dazu sagt, einen Segen, zum Beispiel: Der Herr segne dich und behüte dich, oder auch: Du bist gesegnet. Das kann man natürlich auch in die Handfläche machen, bei sich selbst oder auch bei den Menschen, die uns am Herzen liegen. Oder wir haben etwas, auf das wir schauen können. Eine sehr gute Freundin hat mir diesen Segen geschenkt. Gott segne den Weg, den du gehst. Jedes Mal, wenn ich das sehe, spüre ich Gottes Segen, seine Kraft und den Mut, den er mir auch gibt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Gottes Segen im Leben spüren dürfen. Egal, ob Gottes Segen sich für Sie wie Freude, wie Trost, wie ein Zuspruch, eine Umarmung, Mut, Kraft oder Rückenwind anfühlt. Für jeden gibt es da etwas Passendes. Gottes Segen ist bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie jeden Tag aufs Neue diesen Segen in Ihrem Leben spüren dürfen. Bleiben Sie behütet und gesegnet.